Möchtest du in meinem Film mitspielen? Ist es der Ronny, von dem du erzählt hast? Ja, quasi. Tommy hat sich irgendwie in den Kopf gesetzt, einen Film drehen zu müssen. Und ich habe keine Ahnung, wie er drauf gekommen ist, aber er lässt sich nicht davon abbringen. Ich würde wirklich alles dafür tun, wenn du in meinem Film mitmachst. Alles? Naja, außer was mit Gewalt oder Ungerechtigkeit oder Dreck oder irgendwas mit Füßen. Ja, aber sonst alles. Aber Hazel hat keine Zeit für diesen depperten Film. Bei mir geht's um Leben und Tod. Also, fast. Hazel und ich müssen ein Referat vorbereiten. Ich brauche nämlich eine gute Note, weil sonst muss ich das Semester wiederholen. Hazel ist die Beste in unserem Kurs und deswegen habe ich sie mir als Partnerin für den Vortrag geangelt. Und jetzt habe ich es gerade geschafft, ihre Motivation so richtig zu boosten. Das sah am Anfang noch ganz anders aus. So, wer hat Bock, ein Referat vorzubereiten? Gib mir ein H! H. Das wird super. Man nennt uns nicht umsonst Hansel. Wer nennt uns so? Die ganze Uni wird uns so nennen, wenn wir den Vortrag rocken. Niemand wird uns blond von der Seite anquatschen. Du bist perfekt. Du hast die Rolle. Und den Rest kennt ihr ja schon. Weiter im Text. Und? Möchtest du in meinem Film mitmachen? Nee, du, ich hab da nicht so das große Interesse daran. Ja, aber du hast die einmalige Chance, vor der Kamera zu stehen und Weltruhm zu erlangen. Ich war schon mal im Fernsehen und ich bereue es. Ja, ja, ich auch. Ich war jung und brauchte das Geld. Aber das hier ist was ganz anderes. Tommy, jetzt nerv Hazel nicht so. Sie hat sich gerade so auf unser gemeinsames Referat gefreut. Und du vermiest dir das jetzt voll. Aber du kannst helfen, wenn du magst. Tut mir leid, übertreibt manchmal ein bisschen. Aber ansonsten sind wir eine ganz normale WG. Jungs! Ich muss mich von meiner Steuererklärung ablenken. Und die sagt ja immer, Malte, wir müssen mehr Zeit zusammen verbringen. Ihr habt jetzt 10 bis 15 Minuten Zeit, dann ist meine Pizza fertig. Oh, ich habe einen Kurzfilm geplant. Gut, ich schau mal nach der Pizza. Ja. Sag ich ja, ganz normale WG, nur der ist ein bisschen... Malte? Ja, Malte ist manchmal ein bisschen Malte. Ist es der Malte von Malternativ? Ihr kennt den? Naja, was heißt kennen? Das wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt. Wir wohnen mit dem zusammen. Wow. Und jetzt kommt er nie wieder? Nur weil Ronny was Blödes gesagt hat? Naja, das ist so ein Vorwand von ihm. Das sagt er manchmal einfach, um weniger Zeit mit uns verbringen zu müssen. Schade. Aber ich habe die Idee, wie ihr beiden mehr Zeit miteinander verbringen könntet. Er spielt nämlich die zweite Hauptrolle in meinem Kurzfilm. Echt? Nein, ich mache nicht bei deinem Film mit. Echt nicht? Ja, echt nicht. Malte, hat dir schon mal jemand gesagt, wie wunderschön du bist? Hast du wieder den Kühlschrank gegen deine Stirn geöffnet? Komm schon. Nee. Malte, wenn du nicht mitmachst, dann macht Hazel auch nicht mit. Und wenn sie nicht mitmacht, dann kann ich den Film komplett vergessen. Ach, deswegen soll ich mitmachen. Ich dachte, ich bin so wunderschön. Bitte, Malte. Soll ich was für dich machen? Ich mache alles für dich, wenn du in meinem Film mitspielst. Soll ich deine Wäsche machen? Ich mache deine Wäsche. Mich auch mit. Das auch. Okay, ich hab's. Wir machen faire Arbeitsteilung. Du liest alles durch und schreibst alles auf. Und ich mach das Plakat. Sag mir einfach, was ich schreiben soll. Dieser Malte, die ist... Achso, ja. Was ist mit dem? Wie ist sein Beziehungsstatus? Wieso fragst du? Nur so. Er ist ein interessanter Typi. Ja, er ist ein interessanter Typi. Und Single! Ja, ich weiß, ich hab grad meinen Freund verleugnet, aber... Ich glaube, ich kann Hazels Interesse an Malte irgendwie nutzen für das Referat. Sie darf nur nicht rausfinden, dass wir zusammen sind. Kommst du, Hannah? Das Plakat macht sich nicht von selbst. Ja, bin gleich da! Soll ich euch beide vorstellen? Hazel, Malte, Malte, Hazel? Ich weiß nicht. Glaubst du, er hätte Interesse? Naja, er steht auf fleißige, neugierige, gewissenhaft arbeitende Menschen, die sich für Umweltschutz und Umweltmanagement interessieren. Also es ist quasi seine Leidenschaft. Zumindest der Teil, wo er sich darüber aufregen kann, wie verschwenderisch die Menschheit ist. Perfekt. Das ist auch meine Leidenschaft. Das passt natürlich super, aber wie kannst du das beweisen? Gar kein Problem. Sehr gut. Malte, hast du Lust, uns beim Referat ausarbeiten zuzugucken? Das haben wir gleich. Weitermachen. Und, hast du meine Wäsche schon gemacht? Sehe ich aus wie dein Butler? Nee, du nicht, aber Tommy, der sieht aus wie so ein Butlertier. Ein Pinguin. Er ist ein Flamingo. Lässt du schon wieder andere Leute für dich arbeiten? Malte, pfui. Okay, er macht deine Wäsche auch mit. Oh, okay, ja, dann lassen wir mal sechse gerade sein. Kommst du mit, dann will ich jemanden kennenlernen. Nein, danke. Ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Du kommst jetzt mit. Nein.
entspann dich mal. Wie denn, wenn du hier rumschreist? Hey, nicht du, die alte Giftzige da. Hi, ich bin übrigens Malte. Ich weiß, ich bin Hazel. Und was macht ihr so? Wir machen ein Referat zum Thema Umweltmanagement. Ach so, ihr studiert zusammen. Ja. Hey, wusstest du, dass alle 2 Minuten ca. 7000 Handys produziert werden? Das macht dann 2 Milliarden Telefone im Jahr. Und die alten, die werden einfach weggeschmissen. Wenn es nur eine Plattform gäbe, wo du deine gebrauchten Gegenstände loswerden kannst. Da muss mal jemand Werbung für machen. Hier, der Rucksack da. Wer sieht aus, das können wir an den Verkauf. Das ist meiner. Oh, können wir den verkaufen? Das ist gleich für mehrere gute Zwecke. Wir verhindern Müll, wir machen unsere Zuschauer happy und das Geld wird gespendet. Ja gut, erster Link in der Videobeschreibung. Voll gut, dass du Hannah mit dem Referat hilfst. Ja, ich mach das voll gerne. Gut, ihr zwei Süßen. Dann lasse ich euch mal alleine. Irgendwelche Getränkewünsche? Bubble Tea. Sehr gerne. Bubble Tea. Sind wir bei Wünsch dir was? Aber wenigstens arbeitet Hazel jetzt fleißig an unserem Projekt. Die beiden scheinen sich doch gut zu verstehen. Von wegen, Chaoskind. Mein Plan läuft wie geschmiert. Die Leute sagen ja immer, date niemals deine Mitbewohner. Aber die Leute sind ja auch nicht mit Hannah in der Welt. Ihr seid ein Paar? Was? Nein, 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 nein. Wir sind kein Paar. Das ist nur so ein Insider zwischen uns. Wir sind kein Paar. Ach. Ja. Malte, wenn du mitspielst und sie das Referat für mich macht, um dich zu beeindrucken, können wir vielleicht nochmal das mit der Ananas und dem Wörterbuch machen. Ich habe die alte noch nie gesehen. Also ja, wir wohnen zusammen, aber wann sieht man sich das schon so in der Küche, wenn man Sachen macht? Was macht man für Sachen in der Küche? Ananas essen. Ich bin Single. Was sag ich hier? Malte ist relativ einfach zu handeln. Meine Schwachstelle sind Wunschkapferl. Schreibt mal in die Kommentare, womit man euch richtig schnell überreden kann. Malte und ich, schön wär's, aber der hat einfach zu hohe Ansprüche an seine Partner. Ich glaube, ich bin ihm nicht fleißig genug. Und Malte und Hannah, was ergibt denn das für einen Pärchennamen? Malna, nee. Ihr werdet Maisel, das klingt viel besser. Okay, ich muss mal kurz wohin. Mann, Tommy, du musst das nicht so machen. Erstens trage ich eh nie die gleichen Socken und zweitens mache ich bei deinem blöden Film nicht mit. Auch nicht für saubere Wäsche. Auch nicht für Wörterbuch und Ananas? Ach, du glaubst, du lässt mich jetzt hier primitiv bestechen oder was? Nein! Sind das etwa? Hast du etwa? Darf ich dir jemanden vorstellen? Wir kennen uns schon. Ja, du kennst Malte, den Mitbewohner, aber kennst du schon Malte, dein Co-Star und Soulmate? Dein Soul-Malte? Ich werde voll das Traumpaar. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so perfekt wie die Faust auf Maltes Auge passt. Ja, da würde ich sagen, können wir mit dem Film starten, oder? Ja, wollen wir vorher nicht irgendwie mal die Wahrheit rausrücken? Nein, 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 nein. Hazel ist noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig mit dem Referat. Team Hansel! Jetzt sei nicht so egoistisch, Hannah. Du musst die anderen auch mal vorlassen. Ja, mache ich doch, wenn sie fertig sind mit unserem Referat. Hannah, lässt du etwa andere für dich arbeiten? Pfui. Hazel ist die Beste im Kurs. Hast du mich nur deswegen eingeladen? Ich dachte, das wäre der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Der Satz ist perfekt. Der kommt ins Drehbuch. Großartig. Hazel, es tut mir so leid. Ich muss einfach bestehen. Und ich dachte, wenn du das Referat machst, dann klappt das bestimmt. Das dachte ich mir auch. Aber umgekehrt. Hä? Hä? Mist. Ich dachte, du wärst die Beste im Kurs. Wenn du aufgerufen wirst, da erzählst du so viel. Ich laber doch einfach nur irgendwas. Ich verstehe doch nur Friedhof. Du machst doch diese ganzen naturwissenschaftlichen Videos. Zum 100. Mal. Ich bin nicht MyLab. Ich bin Hazel. Ich mache die Comedy-Lifestyle-Finanzratgeber-Videos. Oh. Ja. Also, wenn wir schon dabei sind, die Wahrheit zu sagen... Malte und ich, wir sind... Mitbewohner. Wir sind alle Mitbewohner. Wir sollten unsere Mitbewohner-Shirts machen, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Und wo Malte in meinem Film mitspielt, da hast du doch sicherlich auch Lust, oder? Ja, ich hab Lust. Du, Malte? Malte, spielst du in meinem Film mit, wenn ich mich um deine Steuererklärung kümmere? Ja. Hazel, ich brauche deine Hilfe. Kennst du dich mit Steuererklärungen von YouTubern aus? Besser als die meisten. Bam! Ruhe am Set! Mein Job als Regisseur ist einfach. Ruhe am Set! Ich muss nur alle Leute von meinen Ideen überzeugen. Lächerlich! Das einzige Problem ist, es gibt tausende Probleme. Ich möchte Maltes Rolle haben. Können wir vielleicht nochmal über das Format sprechen? Entweder du lässt mich improvisieren oder du suchst den neuen Hauptdarsteller. Jedem muss doch hier klar sein, dass ich als Regisseur das Sagen habe. Du musst den Leuten das geben, was sie sehen wollen.